Marielle Ahrens, die schöne Schauspielerin, darf bei der Blue Hour Party der ARD im Rahmen der Berlinale natürlich nicht auf dem Red Carpet fehlen. Trotz Grippe taucht die 46-Jährige in einem wunderschönen roten Dress auf und sieht einfach fantastisch aus. Stimmt, nee, also man hört es mir auch, glaube ich, an. Aber ich bin halt jemand, der, wenn es nicht irgendwie mit 40 Fieber mich umhaut, ziehe ich durch. Zu Hause hätte sie ja jemanden, der ihr bestimmt eine Tasse Tee und Nudelsuppe bringen würde. Ihr 13 Jahre jüngerer Freund Sebastian Esser. In einer Bar hat die Schauspielerin den Internetunternehmer kennengelernt. Erst vor kurzem sind die beiden in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Doch wie läuft das Zusammenleben und der Umzug? Es läuft super. Schön wäre, wenn man mehr Zeit hätte, auch die Wohnung dann dementsprechend zu beenden, was man alles so angefangen hat beim Umzug. Müssen wir noch schaffen, weil wir beide viel arbeiten, ist das nicht ganz so einfach, aber es ist sehr, sehr schön. Und stehen quasi noch ein bisschen Kartons? Ja, ich schäme mich auch. Ja, ja, ja. Also es sind nur noch so 10 Kartons, übersichtlich. Von ungefähr 120. Ist schon eine Leistung, aber wir sind ja auch zu viert. Wie schön, dass es so gut zu funktionieren scheint mit ihrem Sebastian. Die deutsche Schauspielerin hat sich von ihrem Partner Patrick Graf von Faber-Castell aufgrund verschiedener Lebensansichten scheiden lassen. Die Zweifachmama von Isabella und Lucia hat sich auf einen Neuanfang gefreut. Eigentlich gar nichts Ungewöhnliches für uns, weil wir haben vorher schon ein halbes Jahr bei mir zusammen gewohnt. Wir haben schon erprobt, ob wir zusammen wohnen können. Insofern klappt das jetzt natürlich erst recht. Und so einen neuen Anfang wird es jetzt auch für sie geben. Und darüber freut sich sicher auch ihr Sebastian.